Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal von Oase Teichbau. Im heutigen Video haben wir eine AquaOxy 4800, welche wir für ein anderes Video, was wir hier oben in der Infocard verlinken, aufgemacht haben. Und weil wir die schon aufhaben, möchte ich Ihnen heute mal erklären, wie wir bei einer AquaOxy 4800 die Membrane wechselt. Denn das wird jedem früher oder später erwarten, wenn er eine Luftpumpe hat, die man zum Beispiel für solche großen Filteranlagen mit Moving Bed Modulen und sogenannten Helixkugeln oder Bio Balls benötigt. Gut, dann fangen wir mal an und machen die Membrane mal raus hier. Dazu müssen Sie jetzt nicht die ganze Pumpe, so wie ich jetzt, auseinanderbauen, sondern es reicht, wenn die dann quasi so dasteht, dass Sie hier diese Deckel sehen. Und dann sind es auch nur 4 Schrauben, nämlich diese hier, also die in den Ecken hier. Die kleinen, die muss man nicht abmachen, sondern nur die großen. Dann kommt man auf die Membrane. Ich mache das mal hier auf der Seite. Ich sage, die Membrane sind hier noch gut. Das kommt immer darauf an. Viele fragen uns, wie lange dauert das, bis so eine Membrane hinüber ist. Das kann man nicht sagen. Also das ist Gummi. Und der eine Gummi ist mal so, der andere mal so. Wir haben Membrane gehabt, die haben 6 Monate gehalten. Wir haben Membrane gehabt, die haben 5 Jahre gehalten. Also da kann man keine genaue Angabe machen. In der Regel sollte bei so einer großen 4800er so 2 Jahre circa drin sein. Sie merken es, wenn einfach wenn Sie einen Sprudelstein im Teich haben, wenn da die Blasen weniger werden, dann merken Sie schon, dass die Membrane jetzt dann den Geist aufgibt. So, jetzt haben wir alle auf. Also man sieht hier an der Seite, sieht man so eine Kante. Ja? Das sind 2 Deckel. Es kann jetzt sein, dass sie etwas zusammenkleben. Auf keinen Fall dann einfach so reißen, weil dann passiert nämlich das, dass sie an der Membrane ziehen. Ja? Und da geht gar nichts weiter. Also die hier unten einfach ein bisschen festhalten und dann kann man das hier oben abnehmen. Und um die Membrane jetzt einfach zu lösen, schraubt man jetzt einfach hier oben die Schraube raus. Nimmt dann den Deckel ab. Vorsicht hier, diese kleine Dichtung, die darf nicht verloren gehen. Und dann hat man schon hier den Gummi, den kann man dann rausziehen. Und dieser kleinen Lasche anpacken. Und das ist auch das, was Sie dann halt, mitgeliefert bekommen. Also das ist schon die Membrane. Und wie gesagt, hier sieht man eigentlich auch noch, dass sie sehr gut aussieht. Also die ist noch richtig gut in Schuss. Also wenn man die jetzt anfasst, merkt man, da ist nichts ausgeleiert. So richtig alte Membranen, die sehen dann halt, die wackeln dann schon so richtig oder sind porös. Ja, ist hier alles noch nicht der Fall. Also die ist auf jeden Fall gut. Ja, dann kann man die neue dann reinsetzen. Prinzip in umgekehrter Reihenfolge setzt man die hier dann so ein. Falls Sie jetzt nur das Video schauen, wie man die Membrane wechselt, warum die AquaOxy hier so aussieht, verlinken wir auch oben in der Infocard. Gibt es ein anderes Video dazu, hat einen Grund, warum wir die hier aufgemacht haben, weil hier drin Wasser reingekommen ist. Und wenn Sie da Interesse dran haben, wie man so eine Pumpe komplett auseinanderbaut, wie gesagt, oben in der Infocard haben Sie da ein anderes Video dazu. Gut, dann setzen wir diese kleine Platte mit der Dichtung wieder drauf. Dann kommt die Schraube wieder rein. Jetzt ist ganz wichtig, nicht jetzt anziehen hier mit richtig Gewalt, sondern einfach nur handfest anziehen und dann einfach mal probieren, dass sich das noch gut bewegt. Ja, also wirklich hier mit 2 Fingern, das reicht schon. Dann können wir Schraube wieder anziehen, im Kreuz gegenüber anziehen, damit man hier nichts verklemmt und dann eventuell die Dichtung nicht richtig sitzt. Auch hier muss das nicht mit
aller Gewalt angezogen werden, sondern einfach handfest. Reicht da völlig aus. Das sind hier keine großen mechanischen Kräfte, die hier einwirken. Ja, dann haben wir die Membrane gewechselt und können die Pumpe wieder zusammensetzen. Hier dann immer darauf achten, dass die Dichtung wieder drin ist. Falls Sie jetzt die Pumpe oder den Motorkopf komplett abgemacht haben, man kann das auch direkt so abmachen, ist dann umständlicher. Ich mache es immer so, dass ich die komplette Einheit runternehme, kann man einfach besser mitarbeiten. Also jetzt würde hier im Prinzip dann wieder der Schwingungsdämpfer hier drauf kommen. Dann kommt die Dichtung wieder rein und die Pumpe wird wieder zusammengeschraubt. Ist im Prinzip dann selbsterklärend. Wir müssen jetzt, wie gesagt, mit der Pumpe hier noch ein bisschen weiterarbeiten und hoffen, dass wir die in unserem anderen Video, wo es um das ganze Problem hier geht, wieder retten können. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, postet das gerne hier unten in die Kommentare. Ansonsten freuen wir uns immer über ein Abo und die Glocke nicht vergessen, um über weitere Videos informiert zu werden. Ansonsten gibt es hier noch ein Video und da noch ein Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!